4 und rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/3637. Die nordrhein-westfälische Landesregierung in der Pflicht der drohenden Entmachtung der deutschen Landesdatenschutzbeauftragten im Zuge der EU-Datenschutzreform entgegentreten. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion als erstem Redner Herrn Kollegen Kern das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Die EU-Datenschutzreform, also die Datenschutzgrundverordnung und die Richtlinie zur polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, ist eine der bedeutendsten EU-Gesetzgebungsvorhaben der jüngeren Vergangenheit mit immensen Auswirkungen auf das Leben für 500 Millionen Menschen. Allerdings, die Reform wird vom EU-Ministerrat immer wieder hinausgezögert. Der größte Bremsklotz ist dabei zweifelsohne die deutsche Bundesregierung. Jene schwarz-rote Bundesregierung, die nicht nur die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen möchte, sondern als Handlanger der NSA die eigene Bevölkerung und die befreundeter Staaten überwacht. Mittlerweile ist jedem klar, mit dieser Bundesregierung landet der Datenschutz endgültig auf einem Abstiegsplatz. Vor 2 Wochen berichtete der NRW-Landesdatenschutzbeauftragte Ulrich Lepper im Europaausschuss über den besorgniserregenden Verhandlungsstand zur EU-Datenschutzreform. Und bei aller diplomatischen Zurückhaltung war seine Botschaft deutlich vernehmbar. Diese Bundesregierung setzt alles daran, das heutige deutsche Datenschutzniveau abzusenken. Beispielsweise durch die Aushebelung der Zweckbindung bei der Datenerhebung und dem Wegfall der Verpflichtung zur Einsetzung betrieblicher bzw. behördlicher Datenschutzbeauftragter. Doch es kommt noch schlimmer. Die deutsche Bundesregierung will nun auch noch die Landesdatenschutzbeauftragten entmachten. Deutschland hat nämlich vorgeschlagen, die Vertretung im EU-Datenschutzausschuss zukünftig das zentrale europäische Entscheidungsorgan durch die Bundesebene regeln zu lassen. Das ist ein eingebautes Vorgriffsrecht der Bundesdatenschutzbeauftragten gegenüber ihren Länderkollegen. Darin steckt eine Abkehr vom Föderalismusprinzip. Hier steht die Landesregierung in der Pflicht, diesem Faulspiel ein Ende zu setzen. Was aber macht die rot-grüne Landesregierung? Sie, Herr Jäger, scheinen Ihrem Datenschutzbeauftragten nicht einmal umfänglich darüber zu informieren, dass in Brüssel gerade an seinem Stuhl gesägt wird. Der musste auf der Konferenz der Datenschutzbeauftragten quasi nebenbei von der Entmachtungsstrategie der Bundesregierung erfahren. In unserem Antrag fordern wir die Landesregierung daher auf, ihre Verantwortung für den Schutz der Privatheit von 18 Millionen Menschen in NRW wahrzunehmen. Es ist ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass weder die formellen noch informellen Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten der Landesdatenschutzbehörde beschnitten werden. Ob sie dazu auch bereit ist, muss angesichts der fahrlässigen Informationspolitik gegenüber der eigenen Landesbehörde allerdings bezweifelt werden. Ich komme zum Schluss. Wir Piraten bleiben dabei. Das Vertrauen in die Sicherheit, die Integrität und den Schutz personenbezogener Daten ist Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer modernen Wissens- und Informationsgesellschaft. Dafür werden wir weiter kämpfen. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Massenspeicher der NSA zerstört werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kern. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Münchow das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einige Punkte, die Herr Kern von der Piratenfraktion hier
klargemacht hat, sind ja durchaus übersehenswert und bedenklich. Das haben wir auch schon 2012 gesehen, übrigens die Piratenfraktion auch. Im Jahr 2012 hat die Piratenfraktion den Antrag eingebracht ins Parlament und Rot-Grün hat dazu einen Änderungsantrag vorgebracht. Und wir haben uns mit dem Thema damals beschäftigt und werden uns auch weiter mit dem Thema beschäftigen, weil es in der Tat ein Thema ist, was uns die ganze Zeit berühren wird. Der Antrag jetzt ist allerdings ein bisschen spät, weil, wie gesagt, 2012 ein Antrag eingebracht mit der Drucksache 16-2981 von Rot-Grün, ein Änderungsantrag, der hier im Parlament beschlossen worden ist, allerdings gegen die Stimmen der Piraten, wo wir uns mit dem Thema ausdrücklich auseinandergesetzt haben. Jetzt kommen wir zu den Aussagen, die Sie gerade zum Landesdatenschutzbeauftragten gemacht haben. Es gab schon einen Zwischenruf, ich habe gar nicht gemerkt, von wem er gekommen ist, aber Fakt ist der Landesdatenschutzbeauftragte ist eine unabhängige Behörde und keine Unterabteilung des Innenministeriums. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube nicht, dass... Genau, er ist unabhängig und vielen Dank, Herr Minister, und ist natürlich dafür da, seine eigenen Informationen zu sammeln. Und er gibt die auch. Wer nämlich in den Datenschutzbericht seinen Bericht von 2015 geguckt hat, der gerade ein paar Tage alt ist und den Abgeordneten, glaube ich, allen zugegangen ist, der wird sehen, dass vor allen Dingen der Datenschutzbeauftragte vor allen Dingen moniert, dass die Bundesregierung sich einsetzen muss. Und deswegen sage ich ganz offen, und das ist leider bei vielen Piratenanträgen der Fall, das hier ist die falsche Bühne für bestimmte Dinge. Die Bühne, dies zu machen, wäre der Deutsche Bundestag, weil in der Tat der Datenschutzbeauftragte, wenn dort Dinge vorgenommen wird, die Bundesregierung verhandelt mit der Europäischen Kommission und nicht die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Ich wäre als Behörde nicht glücklich, wenn ich dargestellt würde in einem solchen Antrag der Piratenfraktion, dass ich das Thema irgendwo nicht genau durchsehe und eigentlich meiner Verantwortung dann nicht nachkommen kann. Und so ist es ein bisschen in Ihrem Antrag formuliert. Wie gesagt, der Beschluss, den wir damals eingebracht haben, begrüßt ausdrücklich die Absicht der Landesregierung, und sie hat das auch getan, genau ihren Einfluss durch den Bundesrat geltend zu machen, wobei eben der Bundesrat dann nur beschränkte Möglichkeiten hat. Und der Bundesrat hat beschlossen in seiner Drucksache 500 aus 2014, dass eben genau das gemacht werden soll. Nordrhein-Westfalen hat lange gehandelt und ich habe hier eine ganze Litanei, die ich Ihnen noch aufzählen konnte, aus dem Antrag, was nämlich genau drinsteht, aber das ist ja leicht nachzulegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist natürlich als SPD-Fraktion ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa geschützt werden vor eben genau diesen Dingen, dass eben man aufpasst und dass mit den Daten eben vernünftig umgegangen wird. Aber Fakt ist, der Verhandlungspartner ist der Bund und eben nicht das Land Nordrhein-Westfalen. Wir werden aber weiterhin alles dafür tun und die Landesregierung, ich denke, wird das gleich auch, Herr Minister Jäger wird es ja wahrscheinlich darstellen, dass eben die Landesregierung am Thema dranbleibt. Und ich glaube, wir sind da als Land Nordrhein-Westfalen auf einem vernünftigen Weg. Wie gesagt, wir werden über den Bundesrat auch in Zusammenarbeit mit anderen Ländern natürlich da am Thema dranbleiben. Und die beschränkten Möglichkeiten, die wir zu dem Thema haben, werden wir nutzen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Münchow. Für die CDU-Fraktion spricht Frau von Böselager. Lieber Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne, Datenschutz und Informationsfreiheit, das sind wichtigste Themen unserer Zeit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Daten sind der Rohstoff in unserem 21. Jahrhundert. Der Schutz personenbezogener Daten ist für uns ein Grundrecht. Wie gläsern dürfen wir in Zukunft sein? Welche Weichenstellungen sind im digitalen Zeitalter zu leisten? Welche globalen Wettbewerb sind wir denn ausgesetzt? Und was müssen wir gerade auch auf europäischer Ebene beachten, um überhaupt unsere Werte für die Zukunft zu sichern? Das, denke ich, ist ja auch ein Thema, was momentan in Europa heftig diskutiert wird. Die nationale Ebene reicht dazu nicht mehr aus. Bedingungen für Wohlfahrt und Konkurrenzfähigkeit sind für die Zukunft gleiche Auslegung, einheitliche Aufsicht, Sanktionsmaßnahmen, die in der Gemeinschaft gleichermaßen gelten, Herr Kern.
Und das ist, denke ich, nicht nur auf unser Land und auch nicht nur auf unsere Bundesrepublik in Deutschland zu sehen. Die schwierigen Verhandlungen im Ministerrat, der Kapitel für Kapitel abarbeitet, zeigen, wie kompliziert das ist, die alte Datenschutzverordnung von 1995 durch moderne Bestimmungen zu ersetzen. Wir würden uns alle sicher eine schnellere Fahrt wünschen, aber es geht um 28 unterschiedliche Rechtsordnungen und Kulturen in Europa, die zusammengeführt werden müssen. Um eine zukunftsfeste Grundlage für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer, für deren individuelle Datenschutzrechte, für Selbstbestimmung, für die Perspektiven und die Teilhabe im globalen Wettbewerb. Der Text der Datenschutzgrundverordnung, den das Europäische Parlament am 12. März 2014 in Straßburg mit rund 95% angenommen hat, ist für die Verhandlungen im Ministerrat und für den Trilog eine gute Grundlage. Unsere Messlatte ist und bleibt das jetzige Datenschutzniveau, das wir schon erkämpft haben, dass das auch nicht unterlaufen bleibt. Im Ministerrat sind manche Zwischenstände aus Sicht der Verhandlungslinie der Bundesrepublik bisher noch nicht optimal gelöst. Stichwort zum Beispiel Datensparsamkeit oder Zweckbindung. Die Datensicherung ist ein Thema, da könnte man wirklich heute den ganzen Nachmittag drüber diskutieren, weil es so wichtig für die Zukunft für uns alle ist. Damit wir nicht gläsern werden und wie weit können wir das uns überhaupt leisten. Wir haben, der Antrag der Piraten, lieber Herr Kahn, ist ja auf unsere Anhörung jetzt des Datenlandesschutzbeauftragten in der letzten Europaausschusssitzung gegründet. Und ich finde, es war ja ganz wichtig, dass wir mal gehört haben aus seiner Sicht, welche Befürchtungen er hat, dass er in manchen Dingen sich nicht so schnell informiert fühlt und dass das alles besser funktionieren könnte. Der Bundesrat hat Ende letzten Jahres in der Sitzung am 28. November zu der Datenschutzgrundverordnung Stellung genommen. Verkürzt möchte ich zitieren: Der Bundesrat weist darauf hin, dass Besetzung und Entscheidungsverfahren des Europäischen Datenschutzausschusses so ausgebildet werden müssen, dass sie mit der innerstaatlichen Kompetenzverteilung in Einklang gebracht werden können. Und der Justizminister des Bundes hat beim 16. Datenschutzkongress am 6. Mai in diesem Jahr noch dazu Stellung genommen. Mit der einheitlichen Anlaufstelle soll die Zuständigkeit für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bleiben. Das ist ganz entscheidend. Der Datenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen bleibt Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft. Lokal denken und global handeln. Wir fordern, dass der Landesdatenschutzbeauftragte dazu auch seine notwendigen Informationen bekommt. Und ich denke, wir müssen das für die Zukunft in unserem Blickfeld behalten, weil es halt so wichtig ist, welche Daten wir überhaupt noch, jeder von uns sollte damit vorsichtig umgeben, was er von sich preisgibt. Aber das Land, der Bund und auch Europa hat eine Verpflichtung dazu, darauf zu achten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bold. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fange mal beim Kollegen Kern an. Ich habe so ein bisschen bei Ihrem Redebeitrag gedacht, wo waren Sie eigentlich die letzten 3 Jahre, seit die ersten Entwürfe für die
Europäische Datenschutzgrundverordnung vorgelegt wurden. Ich habe nicht viele Initiativen von Ihnen hier in diesem Haus wahrgenommen. Und dann uns vorzuwerfen, die wir tatsächlich auch ja aktiv waren, nicht nur mit einer Initiative hier im Haus, sondern eben auch immer wieder über den Bundesrat mit Stellungnahmen, uns dann vorzuwerfen, wir wären da nicht aktiv genug gewesen. Das fand ich schon irgendwie einen Vorwurf, der in die falsche Richtung ging. Zweiter Punkt. Sie haben hier in Ihrem Redebeitrag suggeriert, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wäre sowas wie eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich weiß das noch recht gut, weil ich 2011 an dem Gesetzgebungsverfahren waren wir ja intensiv auch eingebunden, als wir dem LDI in die Unabhängigkeit entlassen haben, als wir den LDI dann auch nach dem EuGH-Urteil entsprechend gestärkt haben, so wie das notwendig und auch sinnvoll ist. Insofern ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eine starke Behörde, eine wichtige Behörde, die auch eine wichtige Arbeit macht. Denn es ist ja tatsächlich so, dass Datenschutz die Frage unserer Zeit ist und dass er einen starken Rechtsrahmen braucht. Die europäische Datenschutzreform kann diesen Rahmen schaffen, das ist völlig klar. Deswegen unterstützen wir das auch. Die Kommission und das Parlament haben da einen guten Entwurf vorgelegt. Der ist jetzt im Verfahren in einem Trilogverfahren, das ist schon angesprochen worden. Aber da sehen wir, und da muss ich sagen, Kollege Kern, teile ich Ihre Kritik auch ausdrücklich, da handelt die Bundesregierung gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Sie hat die Reform sehr lange verschleppt. Sie hat die Reform immer wieder versucht zu verwässern. Und dem stellen wir uns natürlich entgegen. Denn wir sehen ein, und da unterscheiden wir uns, das hat die Debatte gestern gezeigt, ja auch eindeutig von der CDU, für uns sind Datenschutz, höchste Datenschutzstandards, ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil in der globalisierten Welt. Meine Damen und Herren, weil wir das Vorhaben unterstützen, unterstützen wir auch das Instrument der Verordnung. Kollegin von Böselager hat eben diese beiden Begriffe, Richtlinie, Verordnung, ein bisschen durcheinander gemengt. Natürlich haben wir jetzt noch nicht einheitliche Standards, weil wir keine Verordnung haben, sondern weil wir eine Richtlinie haben aus dem Jahr 1995. Die ist veraltet und sie ist eben auch nicht durchschlagskräftig, sondern wir haben einen Abwärtstrend bei Datenschutzstandards gehabt über die letzten zwei Jahrzehnte und dem wollen wir uns mit dem Instrument der Verordnung entgegenstellen. Ich habe es angesprochen, wir haben eine Reihe Initiativen unternommen, nicht nur im Bundesrat, sondern auch hier im Landtag. Da muss ich den Kollegen Münchow leider einmal in aller koalitionären Freundschaft ein bisschen korrigieren. Der ursprüngliche Antrag ging auch schon von Rot-Grün aus im November 2012. Wir haben es dann in die Anhörung gegeben im Europaausschuss. Der Kollege Kern war dabei als Vorsitzender, wird sich erinnern. Es war eine sehr gute Anhörung, in der wir sehr viel auch gelernt haben. Und dann haben wir im Mai 2013 tatsächlich gegen die Stimmen der Piratenfraktion einen Antrag hier verabschiedet, wo wir eine klare Richtung vorgegeben haben. Wir wollen höchste Datenschutzstandards für ganz Europa organisieren. So, jetzt, lieber Kollege Kern, haben Sie in Ihrem Antrag aus meiner Sicht einen entscheidenden Denkfehler drin. Sie haben nämlich gesagt, wir wollen eigentlich dieses Instrument Verordnung, wir wollen die einheitlichen Standards in ganz Europa unterstützen, aber wir finden das irgendwie problematisch, dass es eben auch eine einheitliche oder eine Vereinheitlichung, so will ich es nennen, in der Datenschutzaufsicht geben muss. Aber das ist doch eigentlich logisch und da ist tatsächlich ein Denkfehler in Ihrem Antrag. Es ist doch logisch, wenn ich einheitliche Standards habe, dann müssen diese Standards auch einheitlich durchgesetzt werden in ganz Europa und dann weiß ich auch, ja, das wird eine Veränderung mit sich bringen in den Verfahren, die wir kennen. Das wird sich es wird auch schwierig sein, definitiv die Datenschutzkulturen ein Stück weit auch aus 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter einen Hut zu bringen. Aber wenn wir doch einen einheitlichen Rahmen wollen, und das eint uns doch offensichtlich, dann müssen wir auch einen einheitlichen Aufsichtsrahmen haben. Da wird sich, werden wir noch ganz heftig auf die Verfahren natürlich gucken müssen, da wird sich auch das neue Verfahren, werden sich die neuen Verfahren, wir wissen ja noch nicht mal genau, wie es am Ende aussehen wird, das wird sich bewähren müssen. Und da müssen wir auch schauen, wo können wir eigentlich, wo müssen wir auch nachsteuern? Und da sage ich ganz klar, da müssen wir auch ran an dieses Thema. Aber wer ein gemeinsames Aufsichtssystem in Frage stellt, der stellt halt auch die Reform in Gänze zur Disposition. Und insofern streiten wir als Länder, als deutsche Bundesländer konsequent für ein hohes
Datenschutzniveau in ganz Europa für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir stehen zu diesem Vorhaben. Darin unterscheiden wir uns von der deutschen Bundesregierung, deren Devise immer noch verzögern und verwässern ist. Und insofern gehen Ihre Vorwürfe von der Piratenfraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die falsche Richtung. Wir sind auf dem richtigen, auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht der Dr. Wolf. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Piratenantrag greift einige Bedenken des LDI zur EU-Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGV, zutreffend auf. Natürlich, das ist ja gerade aus den Beiträgen auch deutlich geworden, ist bei einer Einigung von 28 Mitgliedstaaten es schwierig, sich auf ein hohes Niveau zu einigen. Da besteht immer eine gewisse Besorgnis, dass dann aus Sicht von Deutschland auch eine Absenkung des materiellen Datenschutzniveaus bei uns erfolgt. Das muss man im Auge halten. Ein zweiter Punkt, den würde ich auch nicht so leicht wegwerfen, Herr Bolte, ist das Thema Schwächung föderaler Strukturen. Ich glaube nicht, dass eine einheitliche Rechtsgrundlage es dann verbietet, sozusagen in den Ländern auch noch eine entsprechende Datenschutzbeauftragten zu haben. Dann haben Sie sich etwas undeutlich ausgedrückt. So klang das nämlich gerade. Ich meine schon, dass wir diese bewährte Struktur aufrechterhalten sollten. Gerade bei einem solch großen Land ist das sicherlich nicht verkehrt. Dann der Punkt, der von dem LDI auch natürlich zu Recht berücksichtigt worden ist, ist die etwas schwierige Unterrichtung über die Landesregierung. Da wird sicherlich Herr Minister Jäger etwas zu sagen. Da kann man sich aus seiner Sicht Verbesserungen vorstellen. Und das wünschen wir uns natürlich auch, dass da ein guter Informationsfluss ist. Andererseits ist im Piratenantrag natürlich auch einiges nicht erwähnt. Zum Beispiel die Überbürdung des betrieblichen Datenschutzes auf den Staat, was vorgesehen ist. Das ist angesichts eines Bestandes von 700.000 Unternehmen in NRW für den LDI nicht leistbar, und es reduziert auch Eigenverantwortung. Wir wundern uns etwas an der Stelle, dass die Piraten, die ja sonst eher Sorge haben, dass staatliche Kontrolle zu ausufernd ist, jetzt das auch noch sozusagen in staatliche Hände geben will, wobei es bei uns ja vernünftig funktioniert. Im Übrigen glaube ich auch, dass die Eigenverantwortung und die Staatskontrolle in einem vernünftigen Gleichgewicht sein müssen. Deswegen halten wir an bewährten und funktionierenden Selbstkontrollinstrumenten gerne fest. Alles, was mit der DSGV zusammenhängt, ist sicherlich schwere Kost. Der behördliche Vollzug der DSGV ist extrem komplex, da zunächst ein EU-Gremium, der Datenschutzausschuss, einer mitgliedstaatlichen Behörde aufgrund Mehrheitsentscheidung eine Entscheidung vorgeben kann, gegen die der Betroffene dann sowohl am Sitz des Datenschutzausschusses als auch der nationalen Behörde oder unter Einschaltung des nationalen Datenschutzbeauftragten eines anderen Mitgliedstaats klagen kann. Hier könnte, glaube ich, Entbürokratisierung Platz greifen. Wir würden das jedenfalls begrüßen. In jedem Fall halten wir dafür, dass es endlich zu einem Ergebnis kommt. Ich glaube, es ist nicht hinnehmbar, dass über ganz viele Jahre hinweg ein solches Thema nicht zum Abschluss kommt. Wir brauchen einheitliche Datenschutzregeln allein schon deswegen, um uns weltweit auch letztendlich wehren zu können mit einem gemeinsamen Standard, der vielleicht dann auch einmal Vorbild sein kann an anderer Stelle in Verhandlungen mit solchen, die nicht in Europa beheimatet sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor ich auf die Einzelheiten des Antrags der Fraktion der Piraten eingehen möchte, möchte ich mal ausdrücklich betonen, dass es richtig und gut ist, dass der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit jede Gelegenheit wahrnimmt, im Landtag über Gesetzgebungsverfahren seine Einschätzung aus seiner Sicht zu berichten. Da in diesem Zuge hat er auch Sorgen und Befürchtungen zum Ausdruck gebracht, die wir als Landesregierung in Teilen sehr gut nachvollziehen können. Es überrascht deshalb nicht, dass Sie aus diesen Ausführungen einen Antrag machen, der direkt wieder Forderungen an die Landesregierung richtet. Ich würde da gerne zum einen oder anderen noch, Herr Kern, Stellung beziehen. Ihre Forderung an die Landesregierung, darauf hinzuwirken, dass es zu keiner Absenkung des deutschen Datenschutzniveaus kommt, lässt leider erkennen, zum wiederholten Mal erkennen, dass Sie ganz offensichtlich mit dem Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union nicht so ganz vertraut sind.
Sie überschätzen insbesondere die Einwirkungsmöglichkeiten von Landesregierungen auf EU-Gesetzgebungsverfahren. Die Landesregierung, das Land Nordrhein-Westfalen, ist selbstverständlich in den Bundesratsverfahren beteiligt. Und da haben wir uns mit anderen Ländern gemeinsam zu Positionen zusammengefunden, die man durchaus als konstruktiv, aber in Teilen auch als kritisch bezeichnen kann. Bei dieser Positionierung des Landes Nordrhein-Westfalens mit anderen Bundesländern zusammen im Bundesratsverfahren war immer eine zentrale Forderung: Wie sieht das zukünftige Datenschutzniveau aus? Insbesondere, wenn es zu einer europäischen, unmittelbar geltenden Verordnung kommen sollte, dann wollen wir es zumindest mitgliedstaatliche Befugnisse zum Erlass strengerer nationaler Datenschutzvorschriften erhalten bleiben, also sozusagen on top, obendrauf zu der europäischen Richtlinie. Mit der Frage der Kompetenzen der nationalen Aufsichtsbehörde wird aus unserer Sicht ebenfalls eine zentrale Fragestellung berührt. Da haben wir auch im Bundesrat deutlich gemacht, dass wir deutliche Vorbehalte haben gegen das ursprüngliche System von One-Shop-Stop. Das heißt, dass diejenige Aufsichtsbehörde alleinig zuständig sein, deren Bereich der Hauptsitz eines Unternehmens fällt. Wir haben dagegen vorgeschlagen, dass es eine federführende Zuständigkeit am Hauptsitz eines Unternehmens gibt. Das lässt dann auch zu, dass eben halt andere tangierte Datenschutzaufsichtsbehörden ebenfalls in Bewertungen mit einbezogen werden. Nach unseren Informationen, nach unserer Einschätzung, wird von dieser One-Stop-Shop-Strategie zurzeit auf europäischer Ebene Abstand genommen. Das ist auch gut so. Aber wenn man halt eine Zusammenarbeit verschiedener Datenschutzaufsichtsbehörden in Zukunft miteinander regulieren muss, dann muss man auch die Frage beantworten, welches Rechtsniveau, welche Rechtsanwendung tatsächlich dann maßgeblich für ein Unternehmen sein wird. Das wird natürlich noch zu diskutieren sein. Abschließend, meine Damen und Herren von der Fraktion Die Piraten, möchte ich gerne noch mal eingehen auf die Forderung nach Bereitstellung von Informationen an den LDI. Sofern der überhaupt eine mangelnde Information kritisiert haben sollte, ich sage es bewusst im Konjunktiv, wäre ich da ein bisschen drüber überrascht. Klar ist, das LDI ist eine unabhängige Behörde. Der LDI wird durch das Parlament selbst gewählt. Und aus auch persönlichen Gesprächen mit diesem LDI weiß ich, dass er bestens vernetzt ist und regelmäßig sehr gut informiert ist, gerade über europäische Datenschutzverfahren, manchmal besser als das Innenministerium. Von daher hoffe ich, Herr Kern, habe ich diese Frage beantwortet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Fraktion der Piraten spricht noch mal der Kollege Kern. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, ich werte das so, dass Sie sozusagen unser Anliegen im Grundsatz nach durchaus teilen. Das freut mich erstmal. Was wir hier getan haben, das hat auch der Kollege Dr. Wolf ja bestätigt, wir haben einfach die Aussagen des Landesdatenschutzbeauftragten aufgenommen, die er in der Ausschusssitzung getätigt hat. Insofern würde ich das da nicht hier in Zweifel ziehen wollen. Ich denke, der Landesdatenschutzbeauftragte weiß, was er uns im Ausschuss berichtet. Und ansonsten, was hier noch an Kritik geäußert wurde, geht das, glaube ich, darauf zurück, dass Sie unseren Antrag nicht den Antrag nicht gelesen haben oder meiner Rede nicht wirklich gefolgt sind. Natürlich möchten wir am Konzept der betrieblichen Datenschutzbeauftragten festhalten. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen können, dass wir da etwas anderes fordern wollen. Aber ich sehe, wir haben hier eine konstruktive Diskussion geführt und ich hoffe, sie führt dann auch zu Ergebnissen, mit denen der Landesdatenschutzbeauftragte leben kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Nun liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 19-3637. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU und Grünen, bei Enthaltung der FDP-Fraktion und bei Zustimmung der Fraktion der Piraten. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.